Herzlich willkommen zu einer neuen Feldexkursion. Aktuell sieht man doch immer noch grüne Stoppeln, obwohl die Ernte schon ein paar Tage her ist. Das ist hier mal ein Extrembeispiel. Hier gab es vor 2 Jahren im Raps Hagelschaden und jetzt zwischen den Roggenstoppeln sieht man eben doch relativ große Rapsexemplare, aber auch andere Unkräuter. Und aus phytosanitärer Sicht ist das eine Katastrophe. Wenn doch irgendwann mal Glyphosat wegfallen sollte, müssen wir uns mit Bodenbearbeitung doch wieder intensiver auseinandersetzen. Und die Abschnitte zwischen den einzelnen Bodenbearbeitungsschritten müssen dann vielleicht auch enger werden, andere Schare herangeschraubt werden etc. Aber bleiben wir jetzt einfach mal hier bei dem Schlag, wo noch keine intensive Bodenbearbeitung durchgeführt wurde und wir neben dem Raps auch zum Beispiel solche großen Meldepflanzen erkennen. Ob jetzt Melde oder weißer Gänsefuß, aber solche großen Exemplare können bis zu 20.000 Samen produzieren. Und dieses Samenpotenzial kann dann in den nächsten Kulturen wieder zum Problem werden. Ich denke einfach mal so an Sommerung, Soja, Erbsen, Ackerbohnen, Lupinen. Wie wollen Sie dann diese neuen Melde- oder Gänsefußpflanzen aus diesen Sommerungen herausspritzen. Herbizide gibt es nicht mehr viel und gerade diese Sommerungen laufen später auf und werden zu echten Christbäumen und es kann zu einem rapiden Ertragsabfall führen. Die großen Rapsexemplare, die blühen schon, also in kurzer Zeit eine zweite Ernte. Nein, Spaß beiseite. Das Problem ist, wenn der Raps wirklich mehr als 4 Blätter entfaltet, dann besteigt die Gefahr mit Kolanie. Dann kann er Kolanie bekommen und ihren Acker verseuchen. Plasmodiophora-Sporen können bis zu 20 Jahre im Boden überdauern. Und optimale Bedingungen sind geringer pH-Wert, alles unter 6, hohe Bodenfeuchtigkeit und ein warmer Boden, alles so über 18 Grad. Dann fühlen die sich pudelwohl und können dann auch den Raps befallen. Und die Wurzel sieht dann eben tumorartig, gallenartig aus. Sie erkennen dann keine typische Pfahlwurzel mehr. Eine enge Fruchtfolge, Rapsfruchtfolge oder besonders Kreuzblütlerfruchtfolge, erhöht eben die Gefahr mit Kolhanie. Einerseits eben, wenn der Ausfallraps zu lange zu groß wird, oder wenn Sie eben Zwischenfrüchte wie Senf, Retticharten oder auch Kohl anbauen, dann kann es eben dazu führen, dass die Fruchtfolge zu eng ist, zu häufig Kreuzblütler angebaut wurden oder Kohlarten und der Befall dann wirklich steigt. Klar, dann baut man einfach eine kolanieresistente Sorte an, aber die Gefahr ist, dass die Resistenz dann auch bricht und die Sorten auch befallen werden. Da ist es wirklich wichtig, schon ganz vorne anzufangen, also bei der Bodenbearbeitung. Der Ausfallraps sollte nicht die 4 Blätter erreichen und auch die Fruchtfolge sollte sehr weit sein. Denken Sie schon bei der Zwischenfruchtauswahl an Kreuzblütler und Ihre Rapsfruchtfolge. Denn wenn Sie nämlich erst Kolanie auf dem Schlag haben, dann ist es alles zu spät. Sie können mit pH-Veränderungen und auch Kalkstickstoff vor der Saat etwas erreichen, aber das Wichtigste ist wirklich, vorbeugende Maßnahmen zu betreiben. Haben Sie in Ihrem Raps schon kleine Stellen gefunden, wo die Wurzeln tumorartig oder gallenartig entwickelt waren, dann können Sie sich gerne an uns wenden und wir können einen Kolanie-Strategieplan erstellen. Ansonsten ist es wirklich entscheidend, dass Sie solche grünen Brücken, grünen Äcker vermeiden. Einerseits natürlich aus phytosanitärer Sicht, also Krankheitsbefall, aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine ideale Brücke für Schädlinge. Hier haben wir jetzt schon an der Melde Blattläuse gefunden. Wir sehen aber auch Rübsenblattwespenbefall schon an den großen Rapspflanzen und am Ausfallgetreide auch die ersten Blattläuse, die sich hier wohlfühlen und wenn ihr Raps oder ihr Getreide wächst, dann fliegen die da natürlich hin. So, das war es jetzt aber zu diesem grünen Thema. Ich wünsche Ihnen noch ein paar gute Tage, vor allen Dingen eine erfolgreiche Bestellung und wir sehen uns hoffentlich nächsten Mittwoch. Tschüss!